Warum? Maximal schief gegangen, oder? Nee. Nein. Was denn? Ich verstehe gar nicht, wovon Sie reden. Warum? Maximal schief gegangen, oder? Nee. Nein. Was denn? Ich verstehe gar nicht, wovon Sie reden. Warum? Das Ding war, ich wollte zuerst nach links ausweichen. Das ist zu, weil ich nach rechts kaputt war, aber dann haben Sie ja nach rechts gelenkt. Dann haben wir auf derselben Straße sein. Passiert. Aber man hat gerade gesehen, oder zumindest mein Helikopter, das sieht das Auge der Luft. Warum haben sie einen Helikopter hier? Das finde ich unfair. Das war nicht im Plan. Tja. Herr Wegener, haben wir das nicht abgesprochen? Das finde ich unfair. Jetzt erzähl mal, komm mal da rum. Ja, was denn? Warum machst du jetzt die Tanke? Erzähl mal. Weil ich Geld brauche. Du brauchst Geld? Ja. Haben sie genau richtig verstanden. Voll Geschichte. Ja, mach ich doch. Sieht man. Ja, arbeiten. Nur, ich glaub, ja, damit meine Arbeit verdient man nicht genug Geld. Zwei Reifen. Ja. Deine zwei Felgen kosten wieder mal 1500 Euro. Du musstest halt mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ich will ja nichts sagen. Wer war... Sie sind was? Ich bin schon ruhig. Ja, stimmt, das kostet bestimmt wieder Geld. Ich glaube, ich sollte damit aufhören. Genau. Du solltest mal Kupfer farmen oder Silber oder... Crocodile. Aha. Oder... Sorry. Hallo, Drogenverleitung. Oh, sie... Geh mir mal ein bisschen ab. Bitte? Nix. Ich weiß nicht, von was du redest. Ich verstehe auch nicht, wovon der redest. Auf jeden Fall. Ja. Unser Auge, fliegendes Auge, hat gesagt, du hast die Tankstelle ausgeraubt. Du hast es gerade zugegeben. Ja, habe ich ja auch zugegeben. Ich habe nie gesagt, dass ich es nicht getan habe. Genau. Und das vorhin war böse. Deswegen muss ich dich kurz festnehmen. Nee. Nein. Du dann nachfragen. Doch, doch. Nein. Wenn du wegrennst, muss ich dir noch tasern. Bleib stehen. Ja, ich bleibe ja fast stehen. Nur, was macht die Kollege mit meinem Auto? Ich habe gesagt, ich bleibe fast stehen. Der Vaterrunde. Ja. Bleib stehen. Und dann? Bleib stehen. Nee. Ey, nicht will ich anfahren. Ich hab gesagt, bleib stehen. Das ist aber nicht sehr nett. Was? So, noch einmal. Ja. Du hast die Tanke ausgehabt. Du hast vorhin schon Scheiße gebaut. Du weißt, dass du auf der Liste stehst. Seit wann? Mädchen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Tut mir leid. Ja. Ich kann halt nicht anders. Wissen Sie, die Tankstellenwetter sind immer so gemein. Und ich wollte dann nur ich wollte dann nur ein bisschen was zu essen und zu trinken kaufen. Und dann ist war der so gemein zu mir. Aber dann musst du mir halt mit deinem Charme spielen, Mädchen.
Mädel. Ja, nee, weißt dann bekommt er von mir einen Toolbar. Ein Toolbar. Eine Knarre ans Gesicht gehalten. Nenne sie als ein Toolbar. Also du. Alles klar. Ich funke mal geschwind nach, was du in der Fahndungsliste so stehen hast. Nein, Herr Polizist, doch, bitte, nein. Doch, jetzt ist es aber langsam wirklich mal nötig. Nein. Jetzt wird's teuer. Nein. Jetzt wird's teuer. Ich habe aber immer noch kein Geld. Naja. Das werden wir gleich herausfinden, Frau Smurf. Oder sagen wir nicht genug, damit ich überleben kann. 7 Blitze an 3 Tankstellen. Eieiei. Was, 3? Sie müssen da 200.000 bezahlen, ne? Was? Nee, das habe ich gar nicht. Smurf. Ja? Mädel, pass auf. Du stehst auf der Fahndungsliste. Ja. Wegen 6-mal Blitzen und 3-mal Tankstellen. 3-mal? Okay. Wann war denn die dritte? 3-mal. Also ich weiß nur was von 2. Jetzt, nein, nein. Ich weiß nur was von 2. Okay. Ist ja egal. Es stehen auf jeden Fall 3 drauf. Aber weil ich so lieb bin, insgesamt wären das 270.000. Weil ich so lieb bin, Smurf, machen wir 200.000, okay? Genau, Smurf, also machen wir 150.000. Nee, 200. 150. 200 oder du gehst nur in den Knast. Okay, dann ich nehme die 200, ich will nicht in den Knast. Sie haben bestimmt keinen Frauenknast. Alles klar. Und ich will nicht bei den komischen, ekligen Männern. Ja, du darfst halt nicht die Seife aufheben, das ganze ist einfache Spiel. Ja, aber das sind alles Männer, die sind voll ekelig und so. Nee, da will ich nicht hin. Frauen, keine Angst. Das heißt, ich und mein Kollege sind auch ekelhaft. Ah, das ist lieb von dir. Nein, aber nein. Wieder rechts unten runter. Ja, hab ich. Bist du dir sicher? Willst du in den Knast gehen? Nein, okay, nein. Ja, ich, ja. Wie gibst du dir noch einmal? Letzte Chance. Oh Mann, sie sind so viel. Oh. Geht doch. Ja, außerdem wolltest du halt 30 Jahre lang die Seife aufheben. Mir war ja so egal. Nein, ich gehe nicht in den Knast. Bevor ich in den Knast gehe, der... Nee. Ja. Nee, ich würde niemals in den Knast gehen. Da würde ich sehr lieber... Vielleicht kommst du auch wie alt du bist. Vielleicht kommst du auch in Jugendknast. Mit 18? Vielleicht kann man da irgendwas machen. Kommt man nicht in Jugendknast. Okay, dann kommst du nicht in Jugendknast. Tut mir wirklich leid. Oh, nee. Außerdem, der Bart ist nur aufgeklebt. Oh. Warum klebst du den Bart auf, Mädchen? Ja, weil, wissen Sie, es gibt so böse Leute wie Sie, nur die nicht Polizisten sind. Böse Leute wie Sie? Ich meine, böse Leute wie die, die hier rumfahren, wissen Sie? Und, ja, klingt schon besser. Ja, genau. Und wissen Sie, wenn ich dann im Auto sitze, dann erkennen die nicht so schnell, dass ich eine Frau bin. Und wenn die nicht wissen, dass ich eine Frau bin, dann halten die mich nicht so schnell an. Was ich ganz vergessen hab. Smurf, ja? Fienchen. Ja. Du brauchst rein theoretisch eine Waffe. Nein. Ich tschüss. Und? Bleib stehen. Und dann? Hält weiter fahren. Die Frage ist jetzt, hast du, welche Waffe hast du? Fragen wir mal so. Gar keine. Darf ich mal in den Rucksack gucken. Nein. Ja. Nur kurz reingucken, ich nehme dir nichts raus, ich versprich's dir. Nein. Sicher? Ja. Dann mach ich's halt dann, weil du liegst. Siehst du? Was willst du mit einer Rook? Das ist legal. Jetzt ist die Frage, hast du einen Waffenschein? Natürlich. Schieb mal rüber. Natürlich. Ja. Lassen Sie mich kurz frei, da liegt im Auto im Handschuhfach. Ey, guck mal. Nein, gucken Sie lieber nicht nach. Ich glaube, Sie finden den nicht unter den ganzen Bierdosen. Ich meine natürlich Cola-Dosen.
Doch, doch, ich finde das schon. Nein, nein, ich glaube nicht. Haben Sie gesagt? Nein, nein, ich sagte unter dem Fahrersitz. Ich mach mal kurz die Tür auf. Polnischen Schlüssel. Sie können auch einfach meinen Schlüssel aus meiner rechten Hosentasche nehmen. Nö, das ist zu unprofessionell. Als ob die sich hier befummeln. Ja, was haben Sie letztens auch gemacht? Wahrscheinlich. Ja, Sie haben mich auch einfach durchsucht ohne meine Einwilligung. Richtig. Und ohne, dass Sie ein weiblicher Polizist sind. Ein weiblicher Polizist? Stimmt, eine weibliche Polizistin. Och Mensch, lass mich doch in Ruhe. Ja. Super, jetzt geht's ja hier richtig ab. Ja. Weißt du was? Weißt du, weil du es bist, okay? Du hast schon ein riesiges Ticket bezahlt. Und du bist sympathisch, okay? Ja. Du hast eine Waffe ohne Schein. Pass auf. Psst, Wagner, Wegner. Ich muss mich einschleimen. Ulrich, Anwärter, der uns nichts zu sagen hat. Ich darf das. Was, Sie sind Anwärter? Ist das nicht der erste Rang? Richtig. Richtig. Und dann... aber... Wow. Okay, ich habe nichts gesagt, ja. Da oben ist der erste Rang hier. Weil du so lieb bist, ja, darfst du die Waffe behalten. Blödsinn. Nimm dir die Waffe weg. Was? Nein! Nein, die war voll teuer! Herr Polizist! Und du kaufst dir einen Waffenschein? Herr Polizist, die war voll teuer! Ich guck mal rein. Also die hat ja nicht den Originalpreis gekostet. Irgendwie musst du die ja herhaben, wenn ich keinen Waffenschein habe. Ich meine natürlich, wenn ich einen Waffenschein habe und mir den beim Waffenhändler kaufe. Beim Waffenhändler? Ja, oder beim Waffenladen. Du darfst die Pistole behalten, aber die Magazine bringen die weg. Die letzten Pistole. Ja, die Magazine können sie gerne haben. Ist mir ja egal. Hauptsache, ich kann den... was? Ja. Mhm. Okay. Tja, jetzt ist der Rook, deine Rook drin, nur ohne Magazine. Ja, und jetzt haben sie weniger Angst vor mir, wa? Ich hab von dir ehrlich gesagt nie Angst. Okay, das freut mich doch. Mich auch. Also, lass die frei. Ja. Du holst dir, wenn du dir wieder, sagen wir so, wenn du jetzt zum Waffenhändler gehst, holst du dir einen Schein. Sollt ihr die wieder erwischen mit einer Waffe? Ich fahre leider, ich muss leider in die andere Richtung, Herr Polizist. Das sind 5 Meter. Ich muss in die andere Richtung, ja. Herr Zivilist. Übrigens, Sie mich auch, ne? Da brauchst du nicht sagen. Polizist. Also, dass sie gleich nicht auf dem Boden liegen, das ist auch alles. Aha. Ja. Komm sie her hier. Und dann? Bäh. Trauen sie sich doch gar nicht. So, Fienchen. Ja. Ich gebe dir jetzt noch einen Tipp. Du steigst in dein Auto ein, machst keine Tankstellen mehr. Hm. Und das wird schwierig. Bei mir. Wissen Sie was? Eine Tankstelle. Soll ich ihm was sagen? Reden Sie mal. Nee. Und zwar, Sie haben ein bisschen schlechte Karten. Der Herr Nathan Drake war vor Ihnen. Es tut mir leid. Drake? Ja. Nee. Doch. Naja, noch nicht. Nein, noch nicht. Hallo, er schreibt nur so rum wie Sie. Sag mal, können Sie schon mal wegfahren? Dann nehme ich ihn hier mit. Darf ich ihn mitnehmen? Wir können dich mitnehmen, mach mal so. Nein! Boah, das ist eine gute Idee. Kommst du? Ich wollte aber einen von ihnen mitnehmen. Schlag mal ins Auto. Jo. Der DAW ist ja hier. So. Brauchst keine Angst haben. Wir bringen dich jetzt zum Waffenhändler. Da holst du dir einen Schein. Ich... Mach mal's. Schönen guten Tag. Den bekommt man gar nicht beim Waffenhändler, sie schlau wie. Doch, den bekommt man da. Mir ich hab dafür, der kostet 250.000, ich hab dafür kein Geld mehr. Ja, du hast gerade ein Ticket von 200 gezahlt, das ist natürlich ja cool. Außerdem kostet der 75.000, oder? Nein, der kostet 250. Wenn ich frag's einfach, was Rebelle... Nein, der kostet 250, den bekommt man am Marktplatz in Kavala beim Lizenzenhändler, sie Schlaubi.
Wirklich? Ja. Ich bin kein Schlumpf. Ja, ja doch. Jetzt schon. Nee. Dann bekommst du einfach einen Qualler am Marktplatz, ne? Den Waffenschein. Ja, genau. Nein, beim Lizenz und dann am Kavala Marktplatz. Die Waffe bekommst du auch direkt am Marktplatz. Nein. Ja, das ist Startgeld. Nimm keins. Mit einer Rook. Ja, die wollte ich mir, mit also... Keins hat sie nur in dein Haus. So was Illegales wollte ich mir eigentlich erst besorgen, aber dann dachte ich mir, sowas kann ich ihnen dann nicht antun, weil dann müsste ich ja auf sie schießen, das wäre doof. Kannst ja gerade stehen bleiben, bist du hier drauf. Sie wollen das aber Ding wirklich... Mir, nein, sie... Es kommt mir so vor, als ob sie das wirklich wollen, dass ich sie mal krankenhausreif schieße. Findchen, das Ding ist, bevor man laufen kann, muss man gehen lernen. Bevor man gehen kann, muss man krabbeln lernen und du bist gerade erst beim Krabbeln lernen. Wollen sie mich verarschen? Ich mag sie nicht mehr. Lassen sie mich jetzt frei. Ich mag sie nicht mehr. Ich will nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Ich wünsche ihnen noch einen nicht schönen Tag. Richtig? Nein! So. Jetzt noch mal ganz lieb. Sag mal, warum verbinden Sie mir die Augen? Ich finde das überhaupt nicht nett von Ihnen. Das war doch mein Kollege. So. Jetzt macht er... Wieder was hin. Seit wann ist eine Sirene in mein Auto? Den Polizisten im Hintern dabei. Drücken Sie drauf, dann vibriert mal die komplette Karre und dann gibt das dann raus. Aha. Ja gut, ihr lasst die frei. Du nervst mich. Nee. Was? Ich nerv sie gar nicht. Sie nerven mich hier gerade. Ist richtig. Das mag gerade eingefallen. Deswegen lass sie frei. Darf ich ihr Auto haben? Machen Sie mal auf. Nee. Bitte. Ich sag sogar bitte. Euer Polizist. So, wo willst du hin? Ist mir egal. Ich glaube, du willst dein Auto wieder haben. So. Nee, ich will nur ihr Auto haben. Wir können ja tauschen. Wir tauschen mal. Nee, wir tauschen nicht. Ja doch. Nö. Doch. Nee. Steig doch lieber aus. Steig in der Karre. Nein. Und sei froh, dass du überhaupt noch ein Auto und eine Waffe hast. Ja, nee. Damit gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Tja. Man sagt einem Kollegen, er soll das Auto herbringen. Und was tut er? Er fährt in die Karre. Mhm. Den Kratzer bezahlen Sie mir oder Ihr Kollege? Tschüss. Also Sie bezahlen mir jetzt den Kratzer, habe ich gehört. Ich möchte gerne 200.000 von Ihnen. Ich kann Ihnen das gerne reparieren. Ich habe die THW-Rüstung. Ich möchte 200.000 von Ihnen, habe ich gesagt, und nicht reparieren. Ich habe gesagt 200.000. Achso, nicht reparieren und Knast, das gefällt mir. Nein, reparieren Sie lieber. Krieg ich nochmal 600.000? Nein, reparieren Sie lieber. Sie verarschen mich. Warte. So. Nein, Sie verarschen mich. Fahrt mal weg, sonst explodiert die Tür rein. Nee. Rückwärts. Achso, nicht vorwärts. Ja, genau. Mhm. Tschüss. Das nächste Mal sehen wir uns mit einer anderen Waffe und dann bin ich nicht mehr so lieb zu Ihnen.